Moin moin meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge hier auf der Floatmap im Multiplayer mit dem Amix. Hallo! Ja, ich fange jetzt an hier den Holz zu verladen. Holz. Wir brauchen, ach so, habe ich ja schon, mittleres Holz, genau. So, müssen wir jetzt ein bisschen, guck mal, verladen geht sogar, ist sogar mit Licht hier. So, müssen zu packen hier, anheben, ja, wir müssen nämlich gleich noch den Amix hier verladen wäre ein bisschen unfair, wenn wir jetzt, ich höre ihn schon, ich hoffe, ich kriege das alles hin, das ist Ewigkeiten her, dass ich das gemacht habe. Oh, Schweiger. Ja, ist ja gut, kannst ja schon mal einen guten Parkplatz suchen, wo ich gleich mit meinem Kran rankomme. Bei dir. Guck ich gleich, warte. Ich bin gleich da. Kurz mal anheben, nochmal nach vorne ziehen. Gut. So, das hätten wir schon mal. Hoch, raus, rum. Was mit der Verladelampe finde ich ja cool hier, ne? Die so ordentlich scheint, das ist schon geil, muss ich sagen. Ja, ich bin gespannt, wie der zweite Teil von... Na, was heißt der zweite Teil? Der neuere Teil von Spin Tires wird. Bin ich ganz, ganz gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich, dass es einen neuen Publisher gibt. Weil die Möglichkeiten, die das Spiel hat, sind immens. Und wir sind noch lange nicht am Ende von dem, was das Spiel kann. Das ist meine Meinung. Hinten durch. Kannst du mal denken. Also nicht an mir vorbei versuchen, ne? Nein. So, ich muss mich eben konzentrieren, ja? Ich glaube, ich weiß schon, wie ich fahre. Ist noch nicht so wirklich gut. Komm, zieh, Baby. Nimm den Schleichgang. Habe ich schon. Da, das sieht gut aus. Binde. Haha. Das sieht gut aus. So, ich habe meine verladen. Ich muss mir mal wieder befreien hier. Ah, jetzt. Ja, Manu, mache ich gleich. Nach dieser Folge. Ich hätte jetzt gedacht, dass du dich quer vor mich stellst. Aber ich lade dir das da auch irgendwo hinten auf. Muss hier nur irgendwie... Mich genau neben dich. Wo neben mich? Zwischen vorne, mich? Vorne vor. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Mein Holz. Ganz ruhig. So, mal die Kameraperspektive ein bisschen ändern. Ach, du bist ja mutig, ey. Vielleicht kommen wir hier beide nicht mehr raus. Kannst du mich so beladen? Ich hoffe. Boah, sieht ganz gut aus. Drehen, 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 drehen. Senken. Aber gerade eben so, ey.
Das habe ich auch noch nicht gemacht, ey. Oh Mann, ey. Ist das überhaupt ein richtiger Verladedings hier? Ja, kann ich nicht an dich übergeben. Du müsstest den anfordern können. Wie? Müsste so ein Zeichen draufstehen bei dir. Ja. Wenn du draufklickst, müsste irgendwas stehen von wegen übernehmen von. Nö, geht gar nichts. Ja, das ist, glaube ich, den falschen Aufleger. Mehr jetzt aufladen kann ich das Ding ja nicht. Enzo, schönen Dank fürs Followen. Ich glaube, der ist für lange, den du hast. Der vordere ist für lange und der hintere ist für. Nee, lange konnte ich nie anhängen. Ich kann nichts anderes machen, du. Was hast du denn da jetzt? Du hast einen langen Stamm? Nee, ne? Ne, mittleres. Ja, dieselben wie ich hab. Den langen konnte ich nicht dran machen. Das ist komisch. Naja. Denn. Ich mal meinen Kran wieder einfahren. Enzo, vielen Dank. Achso, schwierig. Muss ich jetzt zurückeiern? Ja, ich kann dir da leider jetzt nicht helfen, du. Ich muss selber erstmal sehen, dass ich mein Holz, die Holz verlade. Bringe dein Fahrzeug in Position. Ah, ja, das könnte. Jetzt! Fups! Ja, aber soll ja auch nicht so schnell gleich zu Ende sein, die Folge. Ne? Also fahre ich jetzt nochmal zurück. Ja. Wie fahr ich denn jetzt mal? Fahr ich hier rüber oder was? Ist. Ne, ich muss noch einmal Dings machen. Moin Daniel. Ja, ja. Bin jetzt genau. Schon falsch gefahren. Pass auf, ich kippe eh gleich um. Bleib mal noch hier. Ich komme nicht mal mehr vorwärts hier, was ist da denn jetzt? Was haben wir, ist es beide festgerammelt oder was? Ja, glaube ich muss mit Diffsperre rückwärts fahren, warte. Ah, jetzt sieht er was. Soll ich die schieben oder was? Ne, ziehen wäre besser. Das wird ja was, ey. Das wird ja was, wa? Häng mich mal ran, ne? Warte. Okay, bist dran. Ja. Ja! Sauber. Gute Arbeit, Mann. Mach mal. Fahren wir hier eigentlich lang, ey. Fahr weiter rechts. Ja, so. Oh, 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 oh. Was spielen wir hier eigentlich? Bausimulator oder was? Ja, ich zieh dich durch. Wohin musst du? Ich muss zum Tankwagen. Oh, der ist auf der anderen Seite. Ich hab nur noch halb voll.
Aber duster, hoffentlich seht ihr überhaupt noch was. Ich könnte jetzt ja hell machen, weil sieht man nur vorne vor dem LKW was. Na, das sind wir jetzt schon mal etwas, ne? Boah. Das wird ja eine Tour. Die müssen wir zweimal machen, ey. Ah, ich sehe schon dein Auto. Ist das zu laut mit dem Sound? Boah. Hast du mich gerade weggerammt? Nein. Sau. Warte, muss ich Auto wechseln, ne? Das wäre ja zu gut. Ich fahre die ganze Zeit in den alten Quarkgang, ne? Das kannst du knicken, alleine voranzukommen. Kannst du mich schon betanken? Ja, super. Ich glaube hier gar nicht woran, ey. Wie soll ich denn übers Wasser kommen? Jetzt hänge ich hier fest, oder was? Geparkt. Hängen wir ja beide fest. Nein. Also nichts. Muss ich dich nochmal ziehen, oder was? Nein. Okay. Ich buddel noch ein bisschen. Doch, zieh mal. Nein, ey, und er hört auf mich. Doch, jetzt geht's. Nee, doch nicht. Häng mich ran. Okay. Ich häng da so rum. Danke, Mann. Super, danke, Foto. Ich glaube, ich schmeiß den Anhänger hier weg, tank mein Auto nochmal und zieh dich öfter, wa? Nee. Ja, am besten D-Type mitnehmen, wa? D-Type mit Anhänger, mit dir Tankwagen drauf, oder was? Ja. Also mit Tankauflieger, nee, nicht Auflieger, sondern Tank, Aufbau. Aufbau. Ah, warte mal, muss ich jetzt... Geht's kaum. Wart ihr auch da? Wer war bei der Gamescom? Habt ihr den Kanzler vielleicht sogar gesehen bei der Gamescom? Aber du schneidest mir jetzt nicht gerade den Weg ab. Das ist ja wohl nicht dein Ernst, ja? Alter, hat der mir den Weg abgeschnitten, die Sau, ey. Ja, toll, jetzt hänge ich dir. Jetzt hänge ich hier wieder fest. Okay. Nein, fahr weiter. Krieg das schon hin. Nur im Detail, warte. Nein, mir ist das klar. Ich muss zur Werkstatt fahren mit der Karre hier, muss da Sprit holen, weil der andere Sprit ist leer. Der D-Type? Ja. Ich würde ja meinen D-Type zur Verfügung stellen. Aber es bringt ja nicht viel. Gibt's doch gar nicht. Oh, armer Kleiner. Ah, beißen. Ja, genau, beißen. Ja, langsam da in die Mühe. Genau. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier irgendwie rüberkomme. Ich wage es aber zu bezweifeln. Soll ich auf dich warten, dass er wer's war? Ja, ich muss ja zurückfahren, Sprit holen. Den D-Type betanken, wieder zurückfahren, den D-Type reparieren. Daher muss ich, von dahin darüber. Boah, Alter, wir lassen Weg. Boah, hier bin ich falsch. Aber es wird heller. Einmal zu früh abgebogen.
Na, machen wir Mut zur Lücke oder machen wir nicht Mut zur Lücke? Dann machen wir Licht aus. Also ich sehe dann nichts. Es könnte sehr schwierig werden. Ich habe auch keine Lust, mit meinem C-Type hier abzusaufen. Ja, wir haben gesagt, wir nehmen keine Hauptstraßen, also. Wenn ich das nicht schaffe, dann muss Amix mich mit dem D-Type da rausholen. Gar nichts. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das wird ein Desaster. Ich bin ganz ehrlich, ich traue mich nicht. Ganz ehrlich, ich traue mich nicht. Ja, ey. Siehst du nix, siehst du nicht mal Küste oder sowas, Alter. Oh, ja. Nicht mal Land in Sicht. Gut zur Lücke. In die Watten, Männer. Fahren wir es da vorne hin und dann ziehen wir hier wieder rüber. Wir machen ein bisschen Küstenliedchen hier. So bleiben wir schon mal an engen und mistigen Baumstamm hängen. Aber wenigstens ist das Auto sauber. Danke, Snade. Vielen Dank für dein Follow. Wie sieht es bei euch aus? Wollt ihr euch das neue Sprinter S kaufen? Außer ja. Plus. Ja? Ja. Ich auch. Ja, nur das Treibholz ist kein Treibholz, sondern irgendwie Vollholz. Wenn euch das was sagt. Hoffentlich war das eine gute Idee hier, ey. Ich sehe mich hier gleich schon in der kleinen Bucht versinken. Zwischen den Hölzern. Na, egal. Aber ich kann auch einen Anhänger mitnehmen, ne? Mit Reparaturpunkten. Bestimmt, wenn ich einen Tank gerade dran habe. Kannst du auch machen, klar. Will ich das dann machen? Brauche ich nicht nochmal hin und her eiern. Wie du möchtest. Also ich habe 100%. Also 0% Schaden. 100% Gesundheit? Nee, ich muss ja den D-Type reparieren. Achso, ja, musst du auch noch, ne? Ja, deswegen sag ich ja, um Reparaturpunkte mitnehmen und den D-Type dann betanken und die Reparaturpunkte reinnehmen. Ey, ist denn hier, Alter? Okay, ich habe nicht mehr 0 Schaden. Jason, schönen Dank fürs Followen. Ja, ich glaube, es ist sinnvoll so. Alter, auf einmal ging das da runter, ey. Füße nass. Aber das ist doch eine gar nicht so schlechte Aussicht, oder? Jason, vielen Dank für dein Follow. Tankstelle habe ich gleich erreicht. 1150 was, Kiro? 1150 Kastanien? Halt nicht ins Wasser! So, könnten von hier aus direkt versuchen darüber. Da vorne ist eine kleine Sandbank. Könnte also durchaus klappen. Okay. Gut zur Lücke. Bremse los. Dipsperre ist an. Vollgas.
Wir müssen ja vorwärts kommen hier. Dann irgendwann mal fertig werden. Oh, oh, abtauchen. Oh, ein Glück. Nur die Kaffeetasse voll Wasser. Oh, hier wird's dunkel. Hier, oh, hier wird's tief. Oh, hier wird's tief. Oh, hier wird's tief. Schau mal nach links. So, da, mal, da sind wir raus, ja. Holzauflieger weg. Also tanken wird knapp, aber wir müssen drüben auch noch einen stehen hauen. Da wird auch gleich wieder das Holz, wo wir auf dem Hinweg schon hängen geblieben sind. Bis jetzt sieht es gar nicht so schlecht aus, Alex. Ich sehe schon Land. Ich sehe schon Land. Schön. Ist schon gut. Ich kann schon fast hinspucken. Ey, wenn ich den Tank auch wieder dran habe, kriege ich keinen Dings dran oder was? Keine Ahnung, ja, aber. Nee. Okay. Waschstoff, 400 Liter. Doch jetzt. Miloslav, vielen Dank für dein Follow. Ich bin gleich schon drüben. So, ich bin drüben, Alex. Ich muss jetzt nur noch irgendwie zu dem Holz hinkommen. Und hier irgendwie aus dem Wasser rauskommen. Ich habe jetzt. Ich habe keine Ahnung, was es war. Dann geht's voll, dann repariere ich meinen Vehikel da. So, ich bin drüben, ist schon mal gut. Muss ich dann nur noch mal gucken, wo ich hin muss. Der kam so schnurstracks. Mit meinem Holz. Auf jeden Fall die perfekte Welle. Tja, jetzt bräuchte ich dich. Ich bin schon auf dem Weg zum D-Type. Ich glaube, ich bin am Ende. Vielen Dank für dein Follow. Das Gute ist ja, ich kann ja auch freiwillig wieder aufladen. Bei mir schon. Das weiß ich doch, Alex. Schwierig.
Verdammt, das sieht schlecht aus. Tja, wie das weitergeht, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr zur nächsten Folge wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, euer Kante. Tschüss.